this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder in Brawl Stars und ich habe einfach den Leon gezogen. Ich bin zwar jetzt auch bei 2000 Trophäen und wollte eigentlich auch den Dynamike direkt bringen, aber ich habe jetzt einfach den Leon gezogen und den will ich jetzt unbedingt mal spielen. Deshalb will ich sagen, direkt Abfahrt rein da. Da kenne ich auch nichts. Ich habe schon gehört, dass der ziemlich gut sein soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn halt wirklich noch nie gespielt und freue mich jetzt darauf, ihn mal zocken zu können. Okay, welche Reichweite haben wir? Okay, keine schlechte, würde ich behaupten. Dann werfe ich direkt auch mal den Gegner so ein bisschen ab. Und wir haben eventuell gleich schon den ersten Kill, ne, doch nicht. Der Gegner hat den ersten Kill, nicht ich. Aber das sind jetzt wahrscheinlich auch wieder Bots-Gegner, ne? Das kennen wir ja zu gut, ist ja immer so. Und noch nicht mal einen Bot kriege ich getötet, so schlecht bin ich gerade. Jedenfalls werde ich so wie sonst auch immer machen, dass ich nach dieser Runde, okay, was ist unsere Fähigkeit? Okay, wir sind unsichtbar und richtig schnell. Das war dumm, ich habe die direkt weggemacht, wieder die Fähigkeit. Jedenfalls werde ich schnell eine Runde hier zocken, mir dann wieder 50 Trophäen erspielen und dann erst richtig loslegen, weil wir dann eben gegen echte spielen und gegen Bots ist ja ziemlich langweilig. Also bis jetzt ist es noch nicht so langweilig, weil ich noch nicht so gut gespielt habe. Aber ihr wisst ja, wie ich es meine, denke ich. Okay, was macht der Gegner? Oh, das ist der letzte Gegner. Das heißt, wir müssen nur den einen gekillt bekommen. Das schaffen wir auch. Let's go. Ab in die nächsten Runden. So, endlich durch die Bot-Runden durch. Eventuell habe ich doch eine Niederlage gehabt. Ja, da wollen wir nicht drüber reden. Aber wir legen jetzt los und versuchen zumindest die Runden gegen echte Spieler, also ich hoffe, jetzt spielen wir nur noch gegen echte Spieler, direkt für uns zu entscheiden. Okay, der Gegner verfolgt uns. Sieht mir aber auch ein bisschen sus aus, wie gesagt. Mir wurde mal erzählt, dass nur die ersten Matches gegen Bots sind, aber Hitter hier spielt zumindest auch wie ein Bot. Na, jetzt will ich ihn aber auch schon kriegen. Das wäre schon schade, wenn ich ihn nicht kriegen würde. Also bis jetzt bockt mir der Leon schon. Ich finde ihn eigentlich ganz nice, aber ja, ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen dran gewöhnen. Es ist jetzt nicht so, als fände ich ihn besser als die Eve. Bis jetzt ist das immer noch meine Lieblingsbrawlerin von denen, die ich habe. Na gut, der Bull ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Okay, ich mache mich da unsichtbar. Also, die Gegner können mich wirklich gar nicht sehen, ne? Auch nicht Fußabdrücke oder so, hoffe ich zumindest. Weil dann ist das eine ziemlich starke Fähigkeit an sich. Da kann man schon viel mitmachen. Okay, das Ding machen wir mal schnell kaputt. Ja. Ansonsten, wie gesagt, an sich schon ziemlich cool. Vor allem auch die Schüsse von ihm gefallen mir sehr. Und anscheinend gewinnen wir sogar die erste Runde bei 50 Trophäen ohne Probleme. Sieht bis jetzt zumindest so aus. Okay, da unten ist noch jemand. Der letzte. Okay, gegen den könnten wir, wenn wir schlecht spielen, natürlich auch noch verlieren. Ich bin halt gewöhnt normalerweise. Also manchmal sitze ich auch noch die Fähigkeit, wie ihr gesehen habt, sehr schlecht ein. Das sollte ich vielleicht sein lassen, das so schlecht einzusetzen. Aber ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, nämlich ich bin gewöhnt, dass genau die Fähigkeit irgendwie Damage macht oder so. Bis jetzt bei meinen meisten Brawlern, die ich so zocke, beziehungsweise dass man die halt immer direkt einsetzt. Aber ich denke mal, hier die Fähigkeit sollte man schlau einsetzen und nicht immer so dumm, wie ich das bis jetzt so gemacht habe. Okay, hier ist ziemlich viel Loot. Aber wir müssen aufpassen, ich habe schon sehr schlecht angefangen, weil ich bin da so ein bisschen hingewascht, obwohl der Gegner direkt neben mir war, aber es war egal, okay, da können wir direkt den Gegner, müssten wir abstauben können. Let's go, haben wir uns zwar auch nochmal hitten lassen dadurch. Hey, NJ, nervt. Wegen dem können wir nicht in Ruhe das machen, was wir gerne wollten, nämlich looten. Oh, da habe ich ja sehr schön geschossen. Okay, die betteln sich da. Das heißt, wir können theoretisch beide abstauben, wenn wir Glück haben. Ah ne, er rennt weg. Schlauer ist das von ihm. Wegzurennen. Na gut, jetzt ist er halt tot, ne? Jetzt ist er halt tot. Da oben ist der Bull. Das heißt, wir müssen auch direkt mal weiterlaufen. Hier sind ja richtig, richtig viele Boxen, Alter. Das ist schon sehr krass. Aber ich farm erstmal nochmal ein paar Power Cubes hier hinten. Okay, Bull ist low. Dann holen wir uns, denke ich auch. Oh ne, bis jetzt haben wir uns Bull noch nicht geholt. Was? Er kommt lebend davon. WTF, wie schlecht habe ich das denn bitte gemacht? Okay, wir müssen wieder den Bär töten.
Sollte kein Problem sein. Oh Mann, das war richtig schlecht von mir. Den Bär habe ich getötet, aber den Bull habe ich einfach laufen lassen. War nicht mein Plan. Okay, ich gehe mal schnell hier unten lang. Dann kann ich mir hier noch die Kiste snaggeln. Vielleicht snaggle ich mir dann noch so die Wutdinger hier. Okay, da kommt der Bull jetzt wieder. Sollte aber drauf gehen. Dann schnappen wir uns das Zeug, machen uns unsichtbar. Nee, er sieht uns wirklich gar nicht, ne? Das ist schon krass. Also wenn man wirklich komplett unsichtbar ist und nicht, dass man irgendwie noch gesehen werden kann, ist das schon eine echt, echt nice Fähigkeit. Und bis jetzt sieht es wieder danach aus, als würden wir das Ding hier gewinnen. Okay, er bleibt einfach so stehen. Okay, gut für uns. Let's go, wieder gewonnen, du bist Erster. So nehme ich das doch gerne. Oder sehe ich das doch gerne. Das ist ja schon. Neue Runde, neues Glück, muss ich eigentlich nicht sagen, weil bis jetzt lief es ja gut. Also wir brauchen jetzt kein Glück und haben es eben auch gut geschafft. Ne? Deshalb würde ich sagen, holen wir uns jetzt auch noch einen Sieg. Zumindest ist das der Plan von mir. Okay, da schießt jemand auf mich. Shit, Mann, ich vergesse immer, dass das Gold übel viel Damage macht. Das hat mich jetzt sehr, sehr gut gehittet. Dann muss ich natürlich jetzt erstmal ein bisschen safe spielen, würde ich sagen. Okay, ich versuche noch den El Primo da direkt zu klappen. Let's go, denn El Primo konnten wir uns schön stehlen bzw. abstauben. Wir heilen uns kurz. Ah, ist das so smart jetzt kurz zu warten wegen dem Heal? Keine Ahnung. Okay, Da müssen wir jetzt aufpassen, weil der Gegner macht ja schon mal sehr guten Damage. Okay, wir werden unsichtbar und zack ist er weg. Let's go. Damit hat er nicht gerechnet, dass wir auf einmal neben ihm stehen. Sehr gut. Macht man eigentlich auch mehr Damage in diesem Wut-Ding? Ich glaube schon, oder? Zumindest kommt es mir so vor, weil manchmal teilt man damit ja schon sehr viel Damage aus. Okay, der Bull kommt an, der teilt so oder so viel Damage aus, aber wenn er auf Distance ist, hat er keine Chance. Das heißt, wir haben schon wieder gewonnen. Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich den Leon gezogen habe. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich nice. Ein echt nicer Pro-Roller, gefällt mir sehr gut. Keine Ahnung, was hier diese Gadgets nachher noch bei dem bringen werden. Auf die freue ich mich auch noch, aber das ist ein langer Weg. Bis jetzt habe ich noch gar keine Gadgets, aber ich kann sehr, sehr bald bei der Eve welche bekommen und eventuell auch bei dem Bull. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn der Dynamite dran ist. Ciao, bis nächstes Mal. Don't you try to play me for the nice guy.